Wilhelm König, gebürtiger Tübinger und unter anderem seit 40 Jahren Organisator der Reutlinger Mundartwochen, hat gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert. In der Stadtbibliothek Reutlingen las er aus seinem neuen Buch Anläufe, biografische und andere Texte. Bereits seit 1958 veröffentlicht König hochdeutsche und schwäbische Texte. Für seine Arbeit ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Unter anderem erhielt er 1992 als erster den Ludwig-Uhland-Preis und 3 Jahre später das Bundesverdienstkreuz.